Heute will ich mal ein bisschen über Leid sprechen. Wir alle leiden und haben Ängste und fühlen uns schlecht und geben dann dem Leben die Schuld, den Mitmenschen die Schuld, der Politik die Schuld, den Medien die Schuld. Und warum kann mein Leben nicht besser sein? Andere haben es doch so gut, wurden in Reichtum hineingeboren und so weiter. Was wir aber oft vergessen, wir leben eigentlich in einer Art Unbewusstheit. Wir lassen uns von den Medien berieseln, wir lenken uns ständig durch Aktivitäten ab, die uns vor uns selbst quasi schützen, vor dem Einblick in uns selbst sozusagen. Wir fühlen dann diese Angst noch viel mehr, wenn wir mal alleine mit uns sind und mal in uns gehen würden. Wir wollen uns immer ablenken, wir wollen beschäftigt sein, wir wollen am Handy sein, Fernsehen gucken, im Internet sein, uns Sachen kaufen, konsumieren und so weiter. Aber dieses Leid und diese Angst, die ist quasi nur ein Ausdruck von tief verdrängten Emotionen. Wir schauen uns selbst nicht an. Wir nehmen das, was in uns ist, nicht an, holen es nicht hoch. Und wir haben Angst vor der Angst sozusagen. Wir haben Angst davor, dass das, was hochkommt, uns dann total aus der Bahn wirft. Wenn wir uns aber mal selbst vertrauen, unserem innersten Vertrauen, uns mal von allen Ablenkungen befreien und in uns selbst schauen und diese Angst anschauen, merken wir, dass diese Angst nichts Gefährliches ist. Diese Angst will gefühlt werden, will angenommen werden und dann fühlt sie sich frei zu gehen. Aber solange wir sie nicht anschauen und sie nicht akzeptieren und sagen, du darfst da sein, komm hoch, schau mich an, solange wird sie da bleiben, weil sie nicht gefühlt wurde. Und was wir das machen können, ist natürlich, wir können uns abkoppeln von diesen äußerlichen Ablenkungen. Wir können aber auch Bewusstheit in alles hineinschalten. Wir können alles, was wir tun, bewusst tun. Ohne im Kopf, in der Vergangenheit, in der Zukunft zu sein. Im Hier und Jetzt sein. Ohne Verstandesaktivität. Dinge wahrnehmen, ohne sie zu benennen. Ich schaue jetzt diesen Boden an und sage jetzt mir nicht, das ist Gras, sondern ich nehme das, was kommt ungefiltert in mich auf, bewusst. Und wenn wir in dieses Leid und in diese Angst auch Bewusstheit hineinbringen, dann wird das Leiden in Bewusstheit transformiert oder in Freude transformiert. Weil dieses Leiden ist quasi nur eine Energie und dadurch, dass wir Bewusstheit hineinbringen, das ist quasi das Feuer der Bewusstheit. Leid, wenn man zum Beispiel einen brennenden Stab an ein großes Feuer heranführt, dann wird dieser brennende Stab selbst zu dem Feuer. Und wenn wir unser Leiden an das Feuer der Bewusstheit heranführen, also diese Dinge bewusst wahrnehmen, sie nicht abstoßen sozusagen, dann wird das Leid selbst zu Bewusstheit. Das heißt, wir transformieren dann dieses Leid, was wir bewusst fühlen, oder diese Angst, die wir bewusst fühlen, transformieren wir, weil es dem Feuer der Bewusstheit nahe kommt, wird es dann selbst zu Bewusstheit. Und es ist quasi ein Treibstoff für unsere Bewusstheit. Das heißt, unser Leiden hilft uns dabei, bewusster zu werden. Wenn wir nicht stark leiden würden, starke Ängste hätten, dann würden wir uns nicht damit beschäftigen, dann würden wir nicht im Internet danach suchen, wie es uns besser geht, dann würden wir keine Selbsthilfebücher kaufen, dann würden wir nicht über den Sinn des Lebens, über unsere Existenz darüber nachdenken, ob wir alles richtig gemacht haben und was wir falsch gemacht haben. Dann würden wir weiter in so einer Unbewusstheit weiter dahin vegetieren. Also diese negativen Dinge haben sehr viel Sinn. Und diese negativen Dinge sind toll, weil die bringen wieder die Bewusstheit zurück. Sie bringen wieder dieses Aha, diese Offenheit. Plötzlich leuchtet wieder alles, was man sieht. Vorher war es grau, man hat es gar nicht wahrgenommen. Man hat es quasi als Weg zum Ziel benutzt, quasi nur, um irgendwo anzukommen. Anstatt das, was jetzt ist, bewusst wahrzunehmen, bewusst zu genießen und einfach zu wissen, dass das Leben im Hier und Jetzt stattfindet. Und das Einzige, was man im Leben hat, ist der jetzige Moment, nichts anderes. Und diesen Moment sollte man genießen und man sollte auch sich klar machen, alles was vergangen ist, alles was kommen wird, ist alles illusionär. Man weiß es nie, das was Vergangenheit ist, ist nie so passiert, wie man sich es denkt. Es ist vergangen, jetzt ist das Leben, es ist das Hier und Jetzt, hier Bewusstheit reinschalten, im Hier und Jetzt das Leid hochholen, transformieren und ein leichteres, glücklicheres, beschwingteres Leben führen und negative Gefühle annehmen
und sich nicht dafür verurteilen, dass man jetzt mal kurz eine Stunde bewusst war und jetzt wieder plötzlich seine Ängste spürt und die dann wieder unterdrücken, weil man doch nur bewusst sein will. Sondern erkennen, die Angst ist der Treibstoff für die Bewusstheit. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.